Jean Christian Fausch, my whiskey friends, welcome to my whiskey channel, Whiskey Doc. What's a crack in whiskey out my motivation smokerites? I hope you feel good, I feel fine, cool, well, mir geht's gut und ich hoffe, euch geht's auch gut. Ja, was habe ich heute für einen Whisky dabei oder welchen Whisky habe ich heute mit? Ja, wir sind heute in den schönen Lowlands und da habe ich heute mit den Akentaschen. Akentaschen Treewood. Hier haben wir ihn. Akentaschen Treewood oder Freewood oder Threewood. The English quotes. We say Treewood in the Irish. Okidoki. So, ja. Akentaschen Treewood, ja, warum Treewood? Er ist in drei verschiedene Fässer sozusagen gereift. Er ist in ex-amerikanischen Bourbonfässer gereift, hat dann ein Oloroso, dann ist er nochmal nachgereift in Oloroso-Fass. Und ich glaube, ich habe das irgendwo gelesen, es waren 10 Jahre, ist er, glaube ich, in ex-Bourbonfässern gereift. Hatte dann, glaube ich, nochmal 2 Jahre in Oloroso-Fässer gereift. Und nochmal um die circa 6 Monate in PX Cask. Ja, also das dritte Fass. PX Cask, der süße Pedro Ximénez, der süße Sherry, der nochmal eine schöne Süße wohl reinbringen soll. Was ist an diesem Whisky von The Lowlands immer das Gleiche oder das Beeindruckende, wo man sagt, oder für einen beeindruckend, das heißt beeindruckt, falsch eigentlich gesagt, anders als wie sonst bei anderen Whiskys, dreifach destilliert, like the Irish Whisky. Viele mögen ja dreifach nicht, ist ihnen denn zu leicht oder zu sanft oder zu weich. Kein Männer Whisky. Mensch, hört auf, so ein Blödsinn zu reden. Das ist auch ein Männer Whisky, auch wenn er dreifach destilliert ist, kann aber auch natürlich ein Frauen Whisky sein. Warum nur Männer Whisky? Ja, was soll man zuerst gefärbt und was? Ich weiß gar nicht, mit was er kommt. Doch, mit 43 kommt er, glaube ich. Oh, ja, was genau? 43% Alkoholvolumen ist kühl gefiltert und gefärbt. Und ja, guck dich mal die Farbe an. Entweder sollte hier in der Flasche noch krasser. Ich kann das ja nochmal zeigen hier an mein Tuch. Wieder ein bisschen auseinander machen, damit es größer ist. hier. Seht ihr noch besser, sagen wir. Ne, so rum, genau. Ja, also sieht eigentlich aus, als ob es ein Rotwein werden sollte oder eine Coca-Cola. Also man hat das schon ganz schön reingehauen. Ja, aber die Farbe ist trotzdem geil. Ich mag ja so Dunkelfarben, viele mögen das ja, aber ich mag das auch halt. Ja, gut, dass jetzt so viel natürlich reingeklatscht wurde. Mal gucken, ob sich das irgendwie bemerkbar auf der Whisky macht. Ich denke mal nicht so. Ist einfach, ja, wird einfach reingeklatscht, damit er noch dunkler ist. Ich weiß, würde ich gerne mal sehen, wie der in Natur aussah, ohne Zuckerlikör. Aber egal. Okidoki, ja, Lowlands hatte ich schon ein paar von den Akentaschens. Ich hatte den 12er, glaube ich, den American Oak, den 18er, ich weiß gar nicht, was noch. Alle haben mir nicht gefallen, ich weiß jetzt aber nicht mehr was, wie, was, wo, was. Nein, haben mir nicht alle so gefallen. Ja, mal gucken, wie der ist. Er trägt ja, wie gesagt, keine Altersangabe, aber man kann sich ja ausrechnen, wenn es alles so stimmt, was ich danach geforscht habe, dass wie einmal mit 10 Jahre, 2 Jahre und circa 6 Monate, also 12 Jahre alt, 12,5 Jahre alte Whisky ungefähr. Schauen wir mal. Okidoki, we'll make a nosing. Okay. Da habe ich gleich als erstes Orangen gefolgt von Kirschen. Jo. Viel, viel Süße in der Nase. Jo. Dunkler, brauner Zucker. Okay. Jetzt kommen die schwarzen Johannisbeeren. Also eigentlich viele Sachen jetzt, so wie dunkle Kirschen. Das, wie der Whisky auch aussieht. Er hat eine gute Süße hinter, also ziemlich süß. Die Orangen, wie gesagt. Leichte Nelken in der Nase. Etwas Vanille.
Auch würzige Eiche kommt jetzt auch. I'm sorry. Ja. Sherry ganz toll und die schwarzen Johannisbeeren auch. Also ziemlich dunkel süß, um mal so zu sagen. A dark sweetie whiskey. Ja. Yeah. Viel drinne. Viel an dunkle Früchte und Zucker, 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 wie gesagt. Dann gucken wir mal, was er kann. Okidoki. Okay, we make your Irish toast in the codes. May your trouble be less and your blessings be more and nothing but happiness come through your door. Slant you. Süß. Wow. Süß, süß und noch mal süß. Süffig. Schwarze Johannisbeeren habe ich jetzt wieder drin. Dunkle Kirschen. Cremig. Das erinnert mich an einer wieder Schwarzwälder Würst. Schwarzwälder. Nee. Schwarz. Schwarzfell. Schwarzwälder Kirsch. Schwarzwälder Kirsch Torte. Genau, so. Schwierige Wort. Schwieriges Wort, Mann. Eine SW-Torte. Es geht schneller. Eine SWT. Ja, erinnert mich an eine SWT. Ja, eigentlich scheißt es ja, dann müsste man ja sagen, Schwarzwälder Kirschtorte. SWKT, ja, es erinnert mich an eine SWKT-Torte. Ist ja egal jetzt. Also, ihr wisst ja, was ich meine. Diese Torte erinnert mich ganz schön cremig und wow. Er ist wirklich süß, er bleibt süß. Ist eigentlich, finde ich, schon gar nicht so krass, wie man sagen muss, aber. Erinnert mehr eigentlich schon bald sirupartig, so gar nicht wie man Whisky gewohnt ist, so ziemlich echt süß. Ob das Ganze da drin macht, weiß ich nicht, denke ich aber mal. Okay. Die Orangen sind jetzt nicht in der Nase nicht mehr so doll, aber das andere, das Süße, der Zucker, die Schwarzwälder Kirschtorte, ja. Ja, ich wusste doch, ich kann alles, ey. Ja. Okidoki, boah, süß. Krass, ist schon heftig. Oh, süffig, süß. Jetzt ein bisschen Schokolade dunkle, aber bei mir Johannisbeeren, die schwarzen dunklen Brombeeren, dunkle Kirschen, absolut süßes Ding, cremig, ja, mittellanger Abgang würde ich sagen, füllt aber die ganze Süße im Mund aus, ist schon, also wer nicht so süß mag, kann ich überhaupt nicht empfehlen, aber wer süß mag, so wie ich, ja, ich sage es mal so, es ist eine andere Art von Whisky, mal sage ich. Aber er ist schon kräftig. Er ist lecker. Für mich ist er lecker, weil er süß ist. Ich mag süße Sachen. Ja, was kostet dieser Whisky? Der Whisky kostet, glaube ich, zwischen 35 und ja, um die 40 Euro. Also wer auf süße Sachen steht, der ist hier total richtig. Wer auf nicht so süße Sachen oder wie manche sagen, diese süße Drecksplörre. Der ist da total falsch. Also, ja.
Jetzt kommt noch eine Rosine, habe ich gerade drin gehabt. Ja, okay, dann würde ich sagen, das war es das wieder erstmal. Dann wünsche ich euch schöne Wochenende und natürlich alle, die ihr lieb habt, und bleibt alle gesund und dann bis zum nächsten Mal. Okidoki, see you later. Yeah, you. Alligator. Swan.